Moment weiß ich, dass es Bitcho kein Beef gibt. Zumindest nicht diese Runde. Nein. Was macht der in Kasusa da hinten? Das ist einer von uns. Tanegashima? Ja, das ist einer von uns. Sicher? Bist du dir wirklich sicher? Ich guck gerade. Ich trau dem nicht ganz über den Weg. Wo war der? Sehen wir den noch? Kasusa bei uns hinten. Tanegashima ist uns feindlich gegenüber. Oh nein. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Da war er. Trau den Braten nicht. Tanegashima, sagst du? Ja. Trau dem Boy nicht. Müsste doch hier rauskommen, oder? Was? Aus der Insel. Soll da rauskommen. Ich sehe gerade nämlich nicht den kleinen Tanegashima. Der ist da. Oh. Auf der Insel Tanegashima. Fehler gefunden. Wie konnte der an deiner Flotte vorbeikommen? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich ist er einfach irgendwo außen rumgesegelt, weil ich ihn nicht gesehen habe. Weiß Bescheid, was es heißt, ne? Eilen? Mit Weilen? Ich frage mich halt, wo er landen will, weil er ist halt da hinten rumgefahren. Das heißt, ich glaube, entweder düppel zu dir rauf. Oh nein. Oh doch, wie es aussieht. Das ist nicht so gut, ich habe nicht so eine gute Verteidigung da oben. Na, die einzige Provinz, wo er wirklich Schaden machen könnte, wäre Miyagi. Ich habe das Gefühl, dass er nach Hitachi geht, aber ich rekrutiere eh schon. Ich baue hier ein bisschen Garnison mal aus. Verteidigungsschlachten sind, ich bin der Beste in Verteidigungsschlachten. Der Meister der Verteidigung, niemand kann mich aufhalten. So. Oh. Gut, in Bitcho wird es eine Verteidigungsschlacht geben. Kommt er doch an? Jetzt schon, weil, naja, ich hab kein Geld, damit ich meine Agenten finanziere. Du kannst dich fragen, ich hab 6000. Ist nicht nötig, ich mach die Schlacht. Haben wir auch noch was Spannendes für den Part. Also, und da, ja, das auch, das könnte sogar halbwegs spannend werden. Was in der nördlichen Armee, weiter kann sie ja nicht? Nö. Schade. Leider nicht. Poser sind grumpy. Sehr, sehr grumpy. Bei mir ist Aki und Su ziemlich grumpy. Das ist nice. Ja dann. Bereit machen zu Beef. Ach ja, bei Paradox kommt ja jetzt bald ein neues DLC raus für IO4. Oh nein. Oh doch. Was kann das? Wahrscheinlich gar nichts. Moment. Zugleich gibt's natürlich auch wie immer neue Achievements. Ja. Unter anderem ein sehr interessantes. Oh nein. Du musst die Provinzen haha, hehe und Lolland besetzt halten. Alter, ernsthaft? Ja. Ich glaube, ich musste mal jemanden schlagen von Paradox. Einmal. Mehrmals. Ja. Ich schlage ihn mehrmals, aber einmal werde ich das Machoni schlagen. Mehrmals werde ich ihn verprügeln. Das ist richtig. What the fuck, ey. Du sagst es. Genau wie die Spanish Inquisition. Oh no. Ha, ich wusste es, dass er da landet. Oh no. Oh no. Das mache ich selber.
Ja, aber schon ziemlich Leute verloren. Ninjon und Winter. Oh Gott, aber das bei Itachi, das kann lustig werden. Oh! Was denn? Die Festung, ey. Problem? Na, ist alles gut. Es ist halt eine Festung. Ah ja, stimmt, die Schlacht von der Sojasauce ist das ja wieder. Ah, die Sojasauce. Ja. Das wird lustig. Ich glaube, der hat ja nicht mal Kanonen, oder? Holzkanonen. Habe ich, glaube ich, welche gesehen. Ja, ich glaube, nur eine. Ich glaube, es war nur eine, die er hatte. Also nichts Gefährliches. Ja, ich warte, und ich warte, und ich warte aufs Abkassieren. Und ich warte auch. Oh, vier Türmchen. Weil alle sammeln, ich will wissen, was ich da habe. Ah ja, da. Schau mal, von wo er kommt. Von überall. Oh, da kommen die Holzkanonen. Hab's schon gehört, ja. Ah, der mag deinen Turm nicht. Soll ihn ruhig kaputt machen. Hast du noch drei andere? Eben. Wo er ihm nicht rankommt. Hast du eine Flotte in der Nähe? Nein. Schade. Weiß, das ist schade. Ah ja, die Kanonen schießen immer noch. Ja, bis der Turm mal tot ist. Turm. Ich meine, die treffen eh ganz gut auf den Turm. Alter, was der Turm halt schon weggebratzt hat von der Infanterie. Na, der ist ja fleißig. Ja, darf man nicht unterschätzen. Ich finde die drei Generalsgruppe da hinten so cool. Ja, die Boys wissen, worauf es ankommt. Oh nein. No, I don't care. Ganz ehrlich. Oh, an der Rückseite kommen sie jetzt ein wenig hochgekrabbelt. Ja, ich weiß. Bewege mich schon dementsprechend. Kaiserliche Infanterie, oh, das wird witzig. Na, was machen die da? Die kommen jetzt langsam hoch. Da soll ich sie nicht aufhalten. Bekommen doch die ganzen Gewehrsalven von deinen Boys. Ja. Beef incoming. Oh, der Kreis setzt im Angriff. Will den Turm haben. Natürlich, die KI will immer den Turm haben. Vom Fanatiker. Jetzt geht's schon los.
die reihenweise. Mauer bemannen. Dann einfach drauf losballern, was geht. Hässliche Infanterie darf man nicht unterschätzen von der Kampfstärke. Na, die zwingt einen herbaren Rückzug. Ja, die haben halt recht gute Nahkampfstats. Kaiserliche Infanterie, das weiß ich. Ja, dafür tut sie die Infanterie von dem wegschrubben. Darum geht's ja. Ich benutze die Herbern ja nur als Wegwerfmaterial. Mehr sind die ja nicht für mich, ganz ehrlich. Ich wollte gerade sagen, die sind ja eh nicht mehr. Ja, Kanonenfutter. Weil die ja, die ganzen Samurai-Einheiten, die sind ja noch erst hinterbei. Ja. Was das für ein Massaker ist. Na, ja, nur die vordere Front hier ist ein bisschen problematisch. Der Rest sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, schaff jetzt dann auch so ein paar. Die sind mir egal. Nur die werden jetzt eh weggeschrubbt von deinen Schwerträgern. Eben. Ich bin schon am Repositionieren für den ganzen Spaß. Eine komplette Einheit wurde vom Feind ausgelöscht. Oh nein. Mach mal eine Russen-like, hier haben wir noch ein paar, ne? Ja. Aber stimmt ja, zeitgleich, wenn das neue IO4 DLC rauskommt, wollen die ja dann auch das zu HOI4 releasen. Mit ihren tollen... Ich bin gespannt, was die dann machen, weil die haben ja gesagt, dass der Luftkampf gechanged wird. Oh ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Leute, da unten leben die hier aber noch. Ja, die kämpfen noch weiter. Überzeugt. Die sind hyped. Oh nein. Ich bin auch hyped, wenn Mitte Juli es endlich weitergeht. Das sowieso. Los, meine Herbern Boys. Greift an! Greift an! Kämpft und sterbt! Für den Shogun! Los, piekst du mit euren Stöckchen. Die Army Boys haben auch keine Probleme. Oh, guck mal hier. Hinten gibt es auch mittlerweile wieder Bewegung. Schau ich mir gleich an. Du freust dich, wenn du das siehst. Ach so, ja, der General, der wird abgeschlachtet. Dann wieder zusammengeschossen wird. Ich werde nicht so viele große Liebeslieder schon singen. Liebes vor allem. Siegeslieder. Aber ich glaube, das hast du schon gewonnen. Ja, weil ja, das habe ich, denke ich. Weil die ganzen Fronten sehen still aus da unten und da sind die auch schon ziemlich am die Fresse polieren. Ja. Und ich habe die Großteil mit Speer, also mit Herbern scheiße. Wow. Heroischer Sieg. Danke, ich bin der King der Verteidigung. Weiß ich Bescheid, dass ich gegen dich niemals Capture the Flag spiele. Nein. Du könntest selbst nur Samurai-Einheiten haben und ich mach dich mit Ashigarus fertig. In so einem Schloss. Mich kriegst du nicht klein. Boah. Die machen nix mehr. Nee. Da wächst kein Gras mehr. Gott, ey, das ist ein AQ auch nicht besser. Was hat denn der da? Oh, es ist nicht touchy, kann lustig werden.
Der hat ein ordentliches Verschleißbett, glaube ich, das Gefühl. Bin ich schon froh, dass er nicht bei mir weiter hochgegangen ist. Ich bin einfach nur salty, dass der einfach durchgekommen ist. Weil ja. Auch nur mit einem einzigen Schiff. Ja, wie immer halt. 14 Kanonen. Ich meine, die Armee besteht hauptsächlich aus Fernkämpfern und Herbern, also Standard. Ja, mal sehen. Auf jeden Fall den Chimosa und so aufrüsten. Naja, der Auftrag bleibt derselbe, 3 Provinzen. Eben. Number one. Ja. Die ist sogar schon verbündet zusammengeschossen worden, die Bude. So. Sehr schön. Weiter westlich haben wir die, weiter östlich haben wir die Kanazawas. Die müssen aber, genau, die gehören zu uns, muss nach Westen gehen. Die eine Provinz hält nur noch 2 Runden durch. Ja. Und ich habe halt einen weiten Weg vor mir. Kann sein. Du musst nur nach Iwami, Fußen wird echt viel zu lange dauern. Und ich muss halt das Seminitachi verteidigen. Begeisterung pur. Wir haben nebenbei noch 13 Minuten. Ach shit. Ja, ich glaube, dann haben wir es eh in der nächsten Session. Ja. Den Jogilien noch weiter auf den Keks. Dankeschön. Weil Sanuki ist auch bald in meinem Besitz, aber wird nicht mehr rausfallen können. Da habe ich ein bisschen aufgerüstet. Auch wenn nur minimal. Und ja. Ja, dann sind wir wirklich in den nächsten 2 Folgen dann fertig. Ja, ich brauche noch 2 Folgen, bis ich bei Iwami bin. 2 Folgen, 2 Züge. Ja, das dürfte sich rausgehen. Hitachi wird halt schwitzig. Ich glaube, ich verliere es sogar. Schwer abzuschätzen, ganz ehrlich. Wäre nicht schlimm, wenn du es verlierst, weil hier oben im Norden, wo du bei Hoki bist, kannst du ja nach Izumo gehen. Auch nur 2 Runden bist du da. Ja, eben. Eben, aber trotzdem. Muss nicht sein. Dann gebe ich mal direkt ab, damit es schneller geht. Ja! Vielleicht wird's in dieser Folge noch was. Oha, er will jetzt schon Ausbruch machen. Oh, oh, so viel zum Thema dieser Folge. Ist mir aber den Vertrieb. Ich habe gesagt, das ist eine Frechheit. Oh Gott. Ich weiß halt echt nicht, was sich die KI dabei denkt. Ich hab ne gute Idee für ein Together. Oh nein. Crusader Kings 2. Oh nein, das hab ich nicht mal. Besser ist es, das ist mit das schwerste Spiel irgendwie von Paradox. Weil das so voller Retard und AIDS ist. Literally? Ja. Du bist der König, König von England, und meinetwegen der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Aber jeder hasst dich. Nice. Es ist so behindert. Egal was du machst, jeder hasst dich. Das ist immer nice. Und dann willst du deine Armeen aufstellen. Als Kaiser führst du Krieg gegen Frankreich. Du kannst 10.000 Mann aufstellen, der Franzose 30.000. Und du denkst dir so, wenn jetzt alle meine Vasallen da wären, hätte ich 60.000 Mann. Ihr Arschlöcher. Hä? Ja, geht's nochmal mega Beef. So ungefähr. Ja, wegen der Schlacht wahrscheinlich müssen wir eine Folge neu machen. Also noch eine weitere dann.
Ja, wahrscheinlich. Sollte meine Festplatte noch hinbekommen. Ja, stimmt, genau. Du brauchst ja immer so viel Speicher. Ja, das spielt natürlich auch meine Fabs noch aufnehmen. Aber ich denke mal, wenn wir dann EO4 machen, mache ich dann mit Shadowplay. Mach's halt bitte mit irgendwas anderem. Ja, Shadowplay. Okay. Habe ich ja gesagt, dass es dann pro Folge nur 5 Gig ist. Boah, ey, diese lange Linie aus Scheiße. Ja, das trifft's wirklich. Oh, ich hab die Sperrsteuer gesehen, die ist ganz, ganz links. Die Abwechslung, ey. Total. Oh. Alter, da hast du mal so einen langen braunen Haufen Wurst gesehen? Ich Nein. nicht. Ich guck mal in die Gesichter, in die angestrengten Gesichter der Leute ruhig immer rein. Das ist schön. Deine weißt du, was das Schöne ist? Ich brauche nur hier oben rum sitzen bleiben. Deine sieht ein bisschen aus wie Neville Chamberlain. Oh Gott, nein! Nicht Chamberlain. Chamberclaim. Oh oh, jetzt gibt's auf die Fresse. Ungefähr. Hast du Schiff in der Nähe, oder? Nein. Was mich wundert, eigentlich müsste ich. Wenn die Stadt beschießen, kann ich ja. Die Rage geht nur bis zur Stadt, nicht in das Feld da draußen. Das Gefühl habe ich auch. Ach, die können auf mich schießen, aber die Gegenteil können nicht. Ich hasse es. Das ist noch ein Ninjas. Eben. Oh, es deckt sich gerade schon in der Mitte. Ich weiß. Soll auch ich kommen. Jetzt könnt... Schießen die mal zurück! Ich könnte die so schräg nach oben schießen. Ich weiß es nicht, aber die Gekita haben wirklich keinen Bock zurückzuschießen. Jetzt ja. Ja. Los, ihr Ninjas, werft! Dann hab ich euch. Und dann sicher pissen. Oh oh! Na, no, das tat schon mal weh. Ja, die Ninjas haben knapp 200 Leute gekillt mit einer Salve. Hast du gedacht, weil sie gerade überhaupt nicht angegriffen werden, werfe ich nochmal eine Runde? Genau, so ungefähr. Hat noch über den Nachtisch verlangt. Anscheinend ja. Verpießen sich eh fleißig. Ja, dann schauen wir mal. Jetzt der Rest wird. Würde die Infanterie endlich mal schießen! Ist ja nicht so, dass sie die gute Sicht hätten. Ja. Nein, lassen wir natürlich die Feind. Ja, Schatz, voll. Wofür habe ich die Boys eigentlich? Ah, Nahkämpfer müssen nicht schießen, deswegen können sie, wenn sie es auch können. Lol, die einen hauen schon ab. Ja, es sind halt nur Herbahn. Ja, ja, aber trotzdem. Ich habe ja gute Erfahrungen mit Herbahn gemacht, um was hier ihre Moral angeht. Ja, das stimmt. Wir haben 7 Mann verloren. Nope. Ja. Ich glaube, das war's schon, ne? Der Triumph ist nah, mein Lord. Ja, ja, das war's schon, hast du recht. Die Völkerwanderung geht schon wieder los. Was? Kurz engagen.
Was willst du mir für Flüchtlingswellen aufschlagen? Die armen Koreaner! Die werden jetzt sicher eine Mauer bauen. Oh, die werden uns dafür bezahlen lassen. Ja, toll. Ja, aber immerhin, dafür haben sie keine Mexikaner. Stimmt. 190 Mann verloren. Wie viele haben eigentlich die Ninjas erwischt? Oh, bestimmt. Die Bogenkachi haben mehr erwischt als die Ninjas. What? Ja, die Bogenkachis haben 160 Boys erwischt. War aber nicht die letzte Ausfallschlacht, oder? Nein, eine Runde haben sie noch, da machen sie sicher noch was. Kommt noch eine Schlacht. Weißt du, was wir jetzt aber tun müssen? Oh nein. Überziehen. Das mach ich selber. Das mach ich selber. Willen. Ich glaube, das wird aber... Überzieher? Ich glaube, das wird zu viel werden, um das zu verteidigen. Das... Oh Gott. Ui. Es muss natürlich die Einsternfestung sein, ne? Ja. Nicht eine zweistufige, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ne, das hältst du nicht. Nein, aber dann werde ich sowas verbluten lassen. Da müssen wir noch 4 Provinzen holen. Aber hab ich aber keinen Bock. Meinst du ich? Ja. Ach so. Wobei, jetzt sagte ich 4? Nee, wieder 3. Aber wir sind an 3 dran. Ja, wieder 3. Du bist einen belagern. Wollte sagen, du bist rein am Belagern, in 2 Runden bin ich bei der nächsten und die nördliche Armee ist auch in 2 Runden bei der nächsten. Haben wir's wieder? Ja. Ja, 2 Runden. Das heißt wirklich, diese Folge machen wir die Schlacht noch rein. Dann machen wir direkt die nächste Folge noch hinterher und das wird wahrscheinlich die letzte sein. Genau. Aber nach der Schlacht ich erstmal. Naja. Ich muss pissen wie ein Stier, Alter. Das wollte ich nicht so ausdrücken, aber ja, ich auch. Oh Gott, wie viel das ist, ey. Und auf der einen Seite sind nur fast nur Nahkämpfer. Ich find die hier so süß, Alter. Ihr habt uns vergessen. Kann man's auch ausdrücken. Ja, have fun, ne? Den werde ich haben. Das glaube ich dir. Kämpfen bis zum letzten Mann. Was will ich jetzt dafür tun, Yaria Shigaru zu haben? Ah, das wäre schön. Ohne Scheiß jetzt, die werden tatsächlich nützlicher. Weil mit denen könnte ich mehr anfangen. Oh, direkt Infanterie-Shogunats. Na, warum nicht ganz so greedy sein? Nein, ich wäre mit Yaria Shigaru zufriedener. Echt? Verteidigung besser? Ja. Ich hab die Taktiken drauf, keine Sorge. Wenn die ins Wasser gehen, kriegen die auch Verluste rein, oder? Hallo! Ja, was denn? Es ist Stand. Oh! Oh! Ja, du bist rausgeflogen. Ja! Was ne Scheiße. Wir sehen uns beim nächsten Part. Tschüss. Jo.